Ich habe mir überlegt, mir mal ein bisschen Jägermeister zu gönnen. Also ab dafür. Die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen. Redundanz for the win. Wir leben im 21. Jahrhundert. Trotz des menschlichen Fortschritts, was nach außen hin nicht zu übersehen ist, gibt es etwas, worüber der Mensch nicht hinwegkommt, und das sind die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen. Wow, du willst mir also erzählen, dass unsere Möglichkeit, Autos zu bauen, keinen Einfluss darauf hat, dass einige Menschen sich wie Arschlöcher benehmen? Thomas, ich bin angetrunken. Aber ich müsste kiffen, damit das, was du sagst, irgendeinen Sinn macht. In der heutigen Neuzeit wird alles kritisch hinterfragt, was auch richtig ist. Aber wenn man sich das kritische Hinterfragen der Menschen etwas genauer betrachtet, dann wird man feststellen, dass nur die äußerlichen Symptome kritisiert und hinterfragt werden. Aber niemand kommt dabei auch nur im Ansatz auf die Idee, in die Tiefe zu gehen. Also was ich hier höre, ist Möglichkeit 1. Du hast ein paar Arschlöcher gefunden und sagst, das sind alle Leute. Möglichkeit 2. Du hast Leute gefunden, die ernsthaft Sachen kritisieren, aber du warst zu blöd, es zu verstehen. Oder Möglichkeit 3. Du hast Leute gefunden, die ernsthaft was kritisieren, hast aber deren Schlüsse nicht gemacht und hast darum gesagt, nö, es ist aber gar nicht so, weil. So oder so bleibt bei dir allerhöchstens eine Behauptung, was die Ursprünge sind und keine richtige Analyse. Wenn man sich die öffentlichen Inhalte der Medien mit den alternativen Medien vergleicht, dann kann man nur zu einem Entschluss kommen, dass diese permanent widersprüchlich sind, und diese Widersprüchlichkeit zeigt, dass mit unserer heutigen Menschheit etwas nicht stimmt und das ist kein lokales, sondern ein weltweites Problem. Was die seriösen Medien und was die Spinner sagen, stimmt nicht überein und darum weltweit. Weiß nicht, ob das lustig ist, weil ich besoffen bin oder ob Thomas allgemein Comedian ist. Aber das ist genial. Des Weiteren erzeugt diese permanente Widersprüchlichkeit bei den Menschen Desorientiertheit. Die Menschen waren noch nie so desorientiert wie im heutigen 21. Jahrhundert. Sorgt das bei Menschen für Disorientiertheit oder nur bei Vollidioten wie dir, die nicht wissen, wie Medien und Propaganda funktionieren? Aber nicht nur die Widersprüchlichkeit der Medien sind für die Desorientiertheit der Menschen verantwortlich, sondern der gewollte schleichende Verfall der christlichen Werte. Dieser schreckliche christliche Werteverfall. Aber wir können da was gegen machen. Ich bin dafür, wir führen sofort die Todesstrafe ein für jeden, der Schwein isst, Schrimp isst, Polyester trägt und keine mehreren Frauen hat. Das sollte das Problem lösen. Das wäre bibelgerecht. Und natürlich, alle Frauen, die Hosen tragen, werden sofort erschossen. Das sollte dem Kulturverfall wirklich. Thomas, weißt du überhaupt, was in der Bibel steht? Gott, ich brauche mehr zu trinken. Unsere heutige Gesellschaft hat sich von den christlichen Werten weitgehend getrennt, weil diese im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß ist. Zumindest wird das so behauptet. Ja, aus irgendwelchen Gründen stellen wir komischerweise die Idee, dass jeder die gleichen Rechte haben sollte, momentan über das Menschenbild von du gehorchst gefälligst dem Papst und wenn du es nicht tust, wirst du getötet. Frag mich nicht warum. Wenn Werte, die sich bewährt haben, für ungültig erklärt werden, dann hinterlässt das immer ein Vakuum. Das Problem eines Vakuums ist, dass diese gefüllt werden will. Aber mit was? Atheismus oder Islam oder andere Weltanschauungen und Religionen? Also du sagst, die hinterweltlerische Weltanschauung des fundamentalen Christentums, das du vertrittst, das sind bewährte Werte. Aber der Islam, das ist irgendwas anderes, weil wegen Kartoffel. Ich dachte, ich bin hier der Besoffene. Wer die Behauptung aufstellt, dass Religionen und Weltanschauungen nur Schnee von gestern ist, der sollte sich einmal die Mühe machen und sich auf den Weg in einen Buchfachhandel begeben. Was man an Büchern dort zu Gesicht bekommt, besteht hauptsächlich aus Religionen, Weltanschauungen, Esoterik und anderen seltsamen Lebenshilfen. Ja, Thomas, in der Religionsabteilung gibt's Religionsbücher. Ich muss allerdings aus Erfahrung sagen, dass ein Großteil dieser sogenannten Bücherläden vollstehen mit fiktiven Geschichten, damit meine ich nicht die Bibel, damit meine ich wirkliche Romane, historischen Sachen oder wissenschaftlichen Sachen. Religionen sind in der Regel zwei, drei Regale, alles andere zusammen sind in der Regel 30 Regale. Aber es ist schön zu sehen, dass du sowohl von Mathe als auch von Logik als auch von allem anderen keine Ahnung hast. Die Absätze bei solchen Büchern sind enorm. Das Seltsame an der heutigen Zeit ist,
dass man für jede Art von Religionen, Weltanschauung und Esoterik offen ist, während man die christlichen Werte der Bibel verachtet und verspottet. Also in der Realität, in der du lebst, ist der IS in den Medien positiv dargestellt. Es gibt esoterische Volksparteien und der Dalai Lama darf im Bundestag reden. Sowas wie die CDU, der Papst im Bundestag und so existiert bei dir gar nicht. Egal welche Drogen du nimmst, nimm mehr oder weniger. Das aktuelle Level ist nicht gut. Wer sich in der heutigen Zeit in der Öffentlichkeit als Christ zu erkennen gibt und die christlichen Werte verkündigt, dem begegnet man mit spöttischer Überheblichkeit, indem man ihn mit Begriffen wie Dummheit, ewig gestrig, religiöser Fanatismus, Homophobie, Intoleranz, Geisteskrankheit und so weiter diffamiert. Nein, Thomas, in einem Land, in dem 60% der Menschen immer noch christlich sind, ist das nicht der Fall. Es ist dann der Fall, wenn du sagst, der unsichtbare Mann im Himmel hat mir aber gesagt, Schwule dürfen nicht heiraten und darum ist das so. Und wenn du sonst keine Gründe hast, nennt man dich einen ewig gestrigen Vollidioten. Das ist aber bei jedem unsichtbaren Mann im Himmel so. Egal ob dein Gott, der islamische Gott oder sonst irgendeiner. Und ob jetzt du sagst, ich mag keine XYZ oder ein Muslim sagt, ich mag keine XYZ, es wird von der Gesamtheit der Leute beides als dämliche Scheiße aufgefasst. Du hast einfach nur einen gewaltigen Opferkomplex, weil du aus irgendeinem Grund rechthaberischer bist als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Aber warum reagiert unsere heutige Menschheit so empfindlich auf die Inhalte der Bibel? Die Antwort ist ganz einfach. Die Bibel konfrontiert gnadenlos die Menschen mit den negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen. Also wenn der Koran sagt, wir sind alle Sünder, zählt das nicht. Wenn die buddhistischen Schriften sagen, das Leben ist Leid, zählt das nicht. Aber wenn die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, zählt das. Wieder weil wegen Kartoffel. Zudem entzieht sich die Bibel unserer hochgelobte politische Korrektheit. Genauso wie der Koran. Warum ist dann das christliche Ding auf einmal bewährte Werte, während der Koran, der exakt dasselbe macht, was du hier bei der Bibel so toll darstellst, auf einmal kein bewährtes Wertesystem, sondern total böse, alternatives Blark? Liegt's daran, dass ich besoffen bin, oder macht Thomas einfach keinen Sinn? Oh goody, noch eine Folge. All meine Weihnachtens kommen auf einmal. Das Problem mit den negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen besteht darin, dass man damit permanent konfrontiert wird. Hast du nicht mal gesagt, dass die Bibel bei den Menschen so verhasst ist, weil sie den Menschen mit seinen Fehlern konfrontiert? Aber jetzt ist das was Schlimmes, weil wegen Kartoffel? Die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen ist kein lokales, sondern ein weltweites Problem. Es spielt überhaupt keine Rolle, an welchem Ort man auf dieser Erde lebt. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche Nationalität man hat. Es spielt überhaupt keine Rolle, welchen Bildungsstand man hat. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche Weltanschauungen und Religionen man vertritt. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Man wird immer mit den gleichen negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen konfrontiert. Okay, erstens, das war so redundant, ich könnte kotzen. Zweitens, das hat nichts mit irgendwas zu tun. Und drittens, worauf willst du hinaus? Es wird doch immer behauptet, dass wir im 21. Jahrhundert leben und nicht im Mittelalter. Ja, Thomas, das Mittelalter war bis 1400 Dings und wir leben 2016. Also 21. Jahrhundert stimmt. Was willst du? Aber was unterscheidet uns Neuzeitmenschen von den Menschen aus dem Mittelalter? Medizinische Versorgung, Demokratie, vernünftig eingetriebene Steuern, Toiletten, das Internet, Autos, vernünftige Zahnbürsten, wir leben länger als 40 Jahre. Soll ich noch ein paar Sachen mehr aufzählen oder willst du irgendwie auch was sagen? Also irgendwas sagen, was Gewicht hat, nicht dein hohles Gelaber wie üblich. Das Einzige, was uns Neuzeitmenschen von den Menschen aus dem Mittelalter unterscheidet, ist, dass wir die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen dem heutigen Zeitgeist angepasst und perfektioniert haben. Was? Entschuldige, was? Hier nur ein paar Beispiele. Seit den 1968er sexuellen Revolution hat die Ehe zwischen Mann und Frau die gleiche Lebensdauer wie die eines Smartphones, wenn überhaupt noch geheiratet wird. Das hat aber mehr mit mangelnden Rechten der Männer zu tun und veralteten Systemen der Ehe. Und nicht wirklich mit Fallobst vor 6000 Jahren.
Die sogenannte wilde Ehe hat Hochkonjunktur. Und laut Bibel darf man einen Haufen Nebenfrauen und Sexsklaven haben. Was ist dein Punkt? Des Weiteren wird die Jugend permanent mit sexuellen Reizen konfrontiert. Unsere Gesellschaft geht sogar noch einen Schritt weiter, indem sie die Kinder und Jugendlichen zu diesem negativen sexuellen Verhalten erziehen. Du weißt aber schon, dass man früher, als das Land noch gut und christlich war, die Kinder so mit 14 Jahren verheiratet hat? Und in den Ländern, wo es nicht so schrecklich sozialistisch und liberal zugeht wie hier, die Kinder gerne mit 6-7 Jahren zwangsverheiratet werden, oder? Wenn ein 15-Jähriger nicht mindestens 5 Mädchen entjungfert hat, dann wird er in der heutigen Jugendkultur lächerlich gemacht und verspottet. Du weißt aber schon, dass wenn ein Mädel mit mehr als 5 Typen was hatte, sie in der Regel als Schlampe abgestempelt wird. Und wenn ein reicher, mächtiger Typ wie Bill Clinton sich ihren blasen lässt im Oval Office, fliegt er sofort aus dem Amt, weil sowas ja nicht geht. Es sieht so aus, als wären die einzigen Typen, die sich gegenseitig dazu gratulieren, flachgelegt zu werden, Typen, die normalerweise nicht flachgelegt werden. Woran könnte das nur liegen? Die organisierte Kriminalität hat ebenfalls Hochkonjunktur. Der Unterschied zwischen der normalen Kriminalität, die schon schlimm genug ist, und der organisierten Kriminalität besteht darin, dass bei der organisierten Kriminalität wissentlich und willentlich mit einer absoluten Respekt- und Rücksichtslosigkeit die Menschen systematisch betrogen werden. Ja, Thomas, das organisierte Verbrechen ist organisiert. Du hast es erkannt. Goldsternchen. Allerdings sind die meisten Mafia-Familien heutzutage so nett, sich einfach gegenseitig zu töten, mit minimalen Casualties, was Zivilisten angeht. Während dieselben Mafia-Familien früher im noch allzu christlichen Europa das Ganze mit großen Armeen gemacht haben, wobei ganze Landstriche entvölkert wurden. Von daher... Die Kreativität der Methoden kennt keine Grenzen. Die Welt ist ein Lügenbaron. Wenn ein Lügenbaron eines nicht ertragen kann, dann ist das die Wahrheit. Sprichst du da aus Erfahrung? Es wird heute so professionell gelogen, dass man den Eindruck hat, als wäre das die Wahrheit. Wenn man überhaupt noch die Wahrheit sagt, dann geschieht das nicht aus moralischen, sondern aus taktischen Gründen. Man wendet in diesem Fall eine Methode an, die man auch als die Salamischeibchen-Taktik bezeichnet. Das bedeutet, dass man nur das zugibt, was man sowieso nicht mehr leugnen kann. Und das macht man nicht aus moralischen Gewissensgründen, sondern aus einem einzigen Grund, Schadensbegrenzung. Nicht mehr und nicht weniger. Gut zu wissen, wie du operierst, auch wenn es ziemlich deprimierend ist, aber was hat das mit dem Thema zu tun? Die Methoden und Waffen, mit denen man heute Kriege führt, kann man mit einem präzisen chirurgischen Eingriff vergleichen. Man sagt, dass die Massenvernichtungswaffen, die weltweit in den Bunkern lagern, ausreichen würden, um die gesamte Welt 10-mal zu zerstören. Also, du redest von chirurgisch genauen Waffen und dann von Massenvernichtungswaffen, die die Welt 10-mal zerstören können. Erkennst du, dass es vielleicht nicht eins zu eins zusammenhängt? Allein schon diese paar Beispiele zeigen, dass unsere heutige Neuzeit nicht besser ist als die im Mittelalter, sondern unsere heutige Neuzeit ist viel schlimmer. Nein, Thomas. Um das zu zeigen, müsstest du Beispiele aus beiden Zeitperioden bringen. Du müsstest zeigen, ja, wir können zwar sowas wie den schwarzen Tod von damals jetzt verhindern, aber dafür sind ganz viele andere Sachen so viel schlimmer, die ich jetzt alle aufzählen werde. Und am besten kommst du dann auf Sachen, die schlimmer sind als Kreuzzüge, systematische Tötung von Juden und Ungläubigen im eigenen Land, ganz nebenbei auch ein ganzer Haufen Kriege aus religiösen Gründen, Unterdrückung von Minderheiten und sonstigen Käse, den wir im Mittelalter alles gehabt haben, ach ja, und natürlich despotische Herrschaftsumstände. Aber da du dir nicht die Umstände machst, irgendwas dazu rauszusuchen, gehe ich mal davon aus, dass du nichts in der Richtung hast und einfach nur wieder Scheiße laberst. Diese Tatsache zeigt, dass unsere Menschheit seit jeher ein großes Problem hat. Warum kommt die Menschheit nicht über die negativen Eigenschaften der Menschlichkeit hinweg? Könnte es sein, dass die Menschheit ein Sklave der negativen Eigenschaften der Menschlichkeit ist, von dem sie sich nicht befreien kann? Also, um dieses Video zusammenzufassen. Du stellst Behauptungen auf, die mit nichts gestützt sind, sagst dann, diese haltlosen Behauptungen sind Tatsachen, weil wegen Kartoffel, und aus diesen Anführungsstrichen Tatsachen heraus resultiert, dass vor 6000 Jahren irgendeine Bitch einen Apfel gefressen hat und darum sind wir alle von einem großen Gott verflucht worden, der als untoter Handwerker wieder auf die Erde kam. Thomas,
Selbst wenn du empirisch bewiesen hättest, dass es heute sehr viel schlimmer wäre als im Mittelalter, resultiert daraus nicht automatisch, dass irgendwelche Scheiße wie Erbsünde, Äpfel, Schlangen, die labern können oder nackige Frauen existieren. Verstehst du irgendetwas vom Beweislast und natürlich nicht. Thomas, du hörst, wie ich spreche. Mein Raum dreht sich, ich kann kaum geradeaus denken und trotzdem bin ich dazu in der Lage, logischer und vernünftiger zu denken und zu formulieren als du. Das sollte dir zu denken geben.